Ja, jetzt machen wir es nicht mehr sehr spannend, sondern jetzt bitte ich den Reinhard Becker auf die Bühne, der sein hochkarätiges Panel uns gleich vorstellen wird, denn ich glaube, es sind genügend der einführenden Worte gefallen. Ja, das mache ich natürlich gerne. Danke, Manfred Hattendorf, und natürlich auch einen guten Abend von mir. Ich freue mich über, gleich werden Sie vorgestellt, 4 Gesprächsgäste hier oben. Und ich möchte natürlich auch von mir aus dem Haus des Dokumentarfilms zum 25-jährigen Bestehen gratulieren. Aus kurzer Distanz, die Macht der Bilder, die Macht der Worte, heißt das Thema des heutigen Abends. Ein Abend, wir haben es gerade schon von Irene Klünder gehört, der auch über diesen Abend hinaus hoffentlich, das ist jedenfalls das, was wir hier gleich erreichen wollen, zum Nachdenken anregen will. Was darf man zeigen, was darf man beschreiben, wo sind die Grenzen der Berichterstattung, die Grenzen des Dokumentarischen? Und wer könnte darüber besser und profunder Auskunft geben als Ursula Meißner? Ich darf Sie hier hochbitten. Ursula Meißner fotografiert seit mehr als 20 Jahren in Krisen- und Kriegsgebieten. Einige ihrer Fotos sind jetzt auch hinter uns gleich zu sehen. Sie hat in Afrika, Afghanistan und in Bosnien, sind glaube ich nur einige Stationen, fotografiert. Die Fotos, weiß ich nicht, ob wir sie sehen. Das kommt dann vielleicht, doch, jetzt sehen wir sie. Während wir die Fotos sehen, möchte ich meinen nächsten Gesprächsgast hier hochbitten. Hat sehr spezielle Erfahrungen als Hörfunkkorrespondent in Krisen- und Kriegsgebieten gemacht, mein Kollege Martin Dohm. Und er glaubt, sonst wäre er nicht beim Hörfunk, an die Macht der Worte. Und er sagt auch, gelegentlich mindestens ist der Hörfunk einfacher, schneller und manchmal dadurch auch etwas authentischer. Und die Fotos haben wir immer noch. Martin Dohm hat auch einen Ausschnitt aus einer Hörfunkreportage mitgebracht. Tension, fear, you don't know what's going to happen today. You are walking on the street and all of a sudden a shell could fall on your head. Spannung, Angst, das empfinden wir hier. Du weißt nicht, was heute geschehen wird. Du gehst auf die Straße und bist dir darüber im Klaren, dass dich jederzeit eine Granate treffen kann. Wenn du heimkommst und die Tür hinter dir schließt, sagst du, Gott sei Dank, ich bin in Sicherheit. An einem dieser Nachmittage komme ich zurück ins Hotel Dama Rose, der Rose von Damaskus. Ein großes Hotel, nicht weit vom Regierungsviertel, wo internationale Gäste einquartiert werden. 5 Sterne, Swimmingpool, gepflegte Gartenanlage. Mein Zimmer liegt im 4. Stock. Ich bin müde und habe mich gerade ein bisschen hingelegt. Eigentlich sind es 2 Katyusha-Raketen. Die erste schlägt 50 Meter entfernt auf einer Verkehrsinsel ein. Die zweite lässt mir noch die Zeit, das Mikrofon einzuschalten und nach hinten ins Badezimmer zu rennen. Sie detoniert 2 Stockwerke tiefer im Treppenhaus des Hotels. Der Boden bebt. Dann stürzen die ersten Hotelgäste auf den Flur. Waren das 3 oder 2 Raketen, fragt einer. 2, sagt ein anderer. Gibt es Tote, Verletzte? Keiner weiß es. Ein elegant gekleideter Mann eilt durch den Hotelflur. Er wird umringt von Leibwächtern und Assistenten. Schön, Sie wohlbehalten zu sehen, sagt er. Gott segne Sie. Das sei Bashir Yassi, der syrische Tourismusminister, raunt mir der Hoteldirektor ins Ohr. Das ist normal. Es ist auch nicht das erste Mal, dass hier sowas passiert. Es wird auch nicht das letzte Mal sein. Aber seien Sie versichert, unsere Armee wird dieses Problem mit den Raketen schon in den nächsten Tagen lösen. Verspricht der Minister. Und ich höre mich Danke sagen. Danke, sage ich zu einem Repräsentanten des Assad-Regimes, weil auch ich in diesem Moment nichts dagegen hätte, wenn das Raketenproblem am östlichen Stadtrand bald gelöst werden könnte. So kurz nach dem Einschlag scheinen mir mit einem Mal Distanz und Vernunft abhanden gekommen zu sein. Stattdessen spüre ich Zorn auf die Rebellen und Angst,
und eine absurde, beunruhigende Nähe zum Herrn Minister. Ja, soweit Martin Dohm. Marcel Mettelsiefen ist heute Abend unser Gast als preisgekrönter Dokumentarfilmer. Und zwar hat er für seinen Film Die Kinder von Aleppo 2015, wir haben vorhin, 2015 ist richtig, ne? Den Grimme-Preis erhalten, und sein neuester Film, die Fortsetzung sozusagen von Aleppo nach Goslar, erinnert an den Alltag in Aleppo und zeigt mit großer Sorgfalt und dicht erzählt am Beispiel einer Mutter und ihrer vier Kinder die Ankunft hier in Deutschland und den Alltag der Integration von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien. Auch da gibt es einen kurzen Ausschnitt. Ja, soweit der Ausschnitt, und im Übrigen den ganzen Film von Aleppo nach Goslar, den sehen wir dann im Anschluss an unser Gespräch hier. So, und dann ist noch ein Stuhl leer, und da sitzt derjenige, der sich sozusagen tagtäglich mit der Frage, was darf man zeigen, was nicht, wo sind die Grenzen, beschäftigt, nämlich mein Kollege Kai Gnifke, erster Chefredakteur von ARD Aktuell, also damit zuständig für Tagesschau und Tagesthemen. Und ein Problem, da werden wir gleich drüber reden, ist ja in Zeiten wachsender Nutzung des Internets, ist ja sozusagen jeder potenzieller Augenzeuge und Fotograf und Berichterstatter und stellt das ins Netz ein, und da zwischen wahr und nicht wahr, falsch und nicht richtig zu unterscheiden, das wird immer wichtiger. Das Mikrofon wäre gut, wenn du das... So, sehr gut. Fangen wir an, und anfangen würde ich gerne, vielleicht kann das die Regie machen, mit einem Bild, das jeder noch im Gedächtnis hat. Das Bild, ich hoffe, wir können es jetzt sehen, vom toten Körper eines Kindes, eines Jungen, der wie schlafend am Ufer lag, vom Wasser des Meeres umspielt, in dem er, der Junge, ertrunken war. Frau Meissner, Sie kennen dieses Foto, Sie haben es nicht aufgenommen, aber dennoch die Frage, finden Sie es richtig, dass dieser Junge, dieses Kind so fotografiert wurde und dass dieses Foto weltweit veröffentlicht wurde? Ja, weil solange ein Bild berührt und dich abschreckt, solange dieses Kind hat so, oder dieses tote Kind hat so viele Menschen berührt. Es gab niemand, der darüber nicht gesprochen hat. Und damit hat es einen Erfolg. Man interessiert sich dafür. Denn viele gucken Nachrichten und wissen anschließend gar nicht mehr, was sie gesehen haben, und stumpfen ab nach immer wiederkehrenden Nachrichten. Und das war jetzt etwas Neues, anderes. Und es war, das Kind ist angezogen, zwar tot, aber angezogen, und lag da eben so, dass es unter die Haut geht. Und damit ist es ein Erfolg. Dennoch haben ja viele Kritiker, es gab ja Kritiker, die dieses Fotos, der Veröffentlichung dieses Fotos,
Einer zum Beispiel, Jakob Augstein, der hat gesagt, das Objektiv der Kamera heißt zwar so, ist es aber nicht. Und man muss aufpassen, dass solche Bilder nicht politisch instrumentalisiert werden. Das ist richtig. Das ist wieder was ganz anderes. Nur um für ein Thema zu interessieren, um Menschen dafür zu interessieren oder dafür auf die Straße zu gehen, war dieses Bild wichtig. Natürlich ist es schlimm, wenn man immer nur Bilder sieht, die in eine Richtung gehen und man nicht mal das Umfeld sehen kann oder eben, dass man beide Seiten sieht. Das gibt es heute ganz selten, gerade im syrischen Krieg, in Libyen war es auch so. Man sieht nur eine Seite, wir werden einseitig informiert, haben dadurch natürlich dann auch die einseitige Meinung. Über das einseitige Informieren, da beziehe ich gleich die anderen Gäste hier oben mit ein. Eine Frage will ich aber dennoch an Sie noch stellen. Gibt es für Sie, und wenn ja, wo ist für Sie die Grenze dessen, was Sie fotografieren bzw. eben nicht mehr fotografieren? Ich fotografiere nie Menschen, die nicht fotografiert werden wollen. Ich habe viele Menschen kurz vorm Tod fotografiert, die mir aber ihre Einwilligung gegeben haben. Sei es durch einen Augenschlag oder Hände oder man weiß, wollen die fotografiert werden oder nicht. Dann gibt es Bilder, also ich war in einem Leichenschauhaus mit vielleicht 100 Leichen, aufgeschnittenen Hälsen. Da kommt es darauf an, wie man es fotografiert. Und man muss ja oft im Krieg dann eben ganz schnell sein. Man hat den inneren Impuls und kann gar nicht darüber nachdenken. Aber ich zeige keine offenen Hälse, wo jeder sagt, oh mein Gott, das kann ich gar nicht sehen. Oder andere Grausamkeiten, weil die wirken nicht. Und jeder, der über sich nachdenkt, hat gewisse Bilder im Kopf und da war meistens kein Blut drauf. Ich will das Thema mal weitergeben an Kai Gnifke. Kai, du bist sozusagen verantwortlich dafür, was wir jeden Abend sehen im Fernsehen, in der Tagesschau, in den Tagesthemen. Bei der Fülle von Fotos, von Videomaterial, wie entscheidet ihr, was ihr sendet? Wo ist eure, ich sag mal, rote Linie? Die rote Linie ist schwer zu ziehen. Man muss eigentlich jede Aufnahme, jedes Video, jedes Foto einzeln bewerten. Es gibt ein paar Grundsätze, die wir haben. Wir zeigen eben nicht Menschen im Augenblick des Todes. Wir zeigen Leichen nicht in Großaufnahme. Wir zeigen keine rohe Gewalt. Das alles sind so Grundstandards. Wir zeigen keine Menschen in entwürdigenden Posen, etwa Geiseln und solche Dinge. Und trotzdem muss man dann immer wieder jedes einzelne Bild extra bewerten, weil eigentlich nach diesen Standards hätten wir den Jungen nicht gezeigt, aber wir haben ihn gezeigt. Weil er natürlich auch für das ganze Elend und das Leid der Menschen und diesen tausendfachen Tod dort in der Ägäis steht und er eben auch nicht in einer entwürdigenden Haltung gezeigt wird. Deshalb haben wir uns spontan auch sehr schnell dafür entschieden, das zu machen. Wir haben das große Glück, dass wir nicht mit Bildern und Videos immer die Ersten sein müssen, sondern dass wir uns noch einmal zurücknehmen können und nochmal eine Schleife drehen können, nochmal drüber diskutieren wollen. Wollen wir dieses Bild, dieses Video zeigen? Können wir uns die Zeit auch mal nehmen, überhaupt zu verifizieren, ob es überhaupt echt ist? Das ist schon ein großer Luxus, aber den sollten wir uns bewahren. Luxus in Anführungszeichen. Ich will mal den Dokumentarfilmer hier oben einbeziehen. Herr Mittelsiefen, wie ist es bei Ihnen? Wir haben den Ausschnitt gesehen, nachher sehen wir den ganzen Film. Gibt es für Sie Grenzen dessen, was Sie zeigen, was Sie in einen Film reinschneiden? Und wenn ja, wie ziehen Sie diese Grenze? Ich stimme den beiden Kollegen hier voll und ganz ein und ich glaube, jeder Mensch hat seine eigenen Grenzen, wie weit man die Würde des anderen versucht zu schützen. Und es ist so ähnlich, wie Sie es gerade beschrieben hatten, meistens ein Bauchgefühl, dass man das Gefühl hat, ist derjenige, den man gerade begleitet oder den man in einer Situation antrifft, in der er unter Umständen leidet. Das findet man sehr oft. Aber ich glaube, man kann, und das habe ich zumindest oft versucht, indem man
klar entscheidet, wo man arbeitet, an welcher Stelle innerhalb eines Krisengebietes, einer umzingelten Stadt, welche Geschichte man sich aussucht, umgeht man solche dann doch ethischen Fragen. Und ich zum Beispiel arbeite selten im Kriegsgeschehen, versuche ein bisschen, das wird man an der Geschichte hier auch eher die ruhigere Geschichte zu finden, und im Krankenhaus zu arbeiten zum Beispiel, ist immer ein immens großer Konflikt. Das musste ich vor kurzem machen, um einfach zu zeigen, in was für einem Umfeld, in was für einem, sozusagen in was für einem Setting ich meine Geschichte erzählen will. Und da kommt man immer wieder in diese Frage, wie weit kann ich gehen? Und ich glaube, Leichen zu zeigen, da gibt es diese Grundstandards, und jeder Einzelne geht dann im Geschichtenerzählen, glaube ich, dann nochmal, gerade im Dokumentarfilm, individuell damit um. Geschichte erzählen, das war so ein bisschen das Stichwort, Martin Dohm. Wir haben gerade deine Hörfunkreportage gehört. Es gab Applaus dafür, das wäre sehr eindrücklich. Mal ganz schlicht gefragt, bist du eigentlich froh, dass du mit Bildern nichts zu tun hast? Das kann ich so nicht sagen. Ich glaube einfach, dass ich das andere besser kann. Es ist im Grunde eine Entscheidung, die vor zwei Jahrzehnten ungefähr gefallen ist. Und ich bleibe dabei, bin mir aber durchaus über die Begrenztheit meines Mediums im Klaren, auch über die Wirkmächtigkeit. Nichts ist so stark wie ein Bild. Das weiß ich. Und ich glaube auch, nichts ist am Ende so stark wie so ein Foto. Das ist etwas, das mich dann manchmal auch ungeheuer beruhigt, dass in der Schnelligkeit der digitalen Technik am Ende eben dann das Foto steht, in seiner Stille, und dann wirklich in uns hineingeht. Und manchmal, wenn ich so etwas wie Reporterglück empfinde, dann geschieht es auch in einem Interview, in einem Gespräch, oder dann, wenn das Gespräch längst zu Ende ist, und ich lasse dann oft in völlig banalen Situationen das Mikrofon weiterlaufen, und da geschieht oft dann das Ungeheuerste. Dann kommt der eigentliche O-Ton, der die wirkliche Geschichte ausmacht, selten eher im Interview. Und ja, wenn es dann so geschieht wie jetzt, wenn ich sehe, dass das zugehört wird, dann ist es für mich eigentlich genug. Dann habe ich das Gefühl, Radio ist auch nicht das schwächste Medium. Nochmal, um bei dem Thema zu bleiben, du hast ja oft mit Fernsehkollegen, mit Kameraleuten gearbeitet, die waren einfach auch da, wenn du da warst. Verändert sich durch das Auftauchen einer Kamera eine Situation? Ja, natürlich, das weiß einfach jeder. Vor allem dann, wenn die Kamera schnell auftauchen muss, weil ein aktueller Druck da ist, weil ein Bericht für die Tagesschau gemacht werden muss. Wenn man in einem Krisengebiet ist und das Kamerateam läuft auf, verändert sich natürlich die Situation. Krieg ist ja nicht das große Szenario, das man aus der Ferne sieht, sondern wenn man vor Ort ist, ist Krieg das, was an der nächsten Ecke geschieht, in der Gasse, im Hauseingang. Darauf begrenzt sich am Ende der Krieg. Und wenn da ein Kamerateam ist, laufen natürlich die Leute dahin, weil sie ihr Erlebtes loswerden wollen und weil sie natürlich wissen, das ist für uns jetzt die Chance, loszuwerden, was wir immer schon nach draußen schreien wollten. Aber es ist wahr, ja, da tue ich mir manchmal auch, oder habe ich mir manchmal schwer getan, dass sich die Wirklichkeit durch die Präsenz der Kamera verändert. Ich glaube, bei Dokumentarfilmen ist das anders. Ich glaube, dass ihr wesentlich mehr Zeit habt, sodass die Kinder irgendwann die Kamera vergessen, sie schlicht und einfach nicht mehr wahrnehmen. Das passiert mir dann auch häufig mit dem Mikrofon. Ich nehme meistens kleine Mikrofone und da geht es einfach unheimlich schnell, dass jemand das nicht mehr wahrnimmt, sondern man ist dann wirklich in der Gesprächssituation. Aber was mich jetzt beschäftigt hat, das ist die Schrecklichkeit und die Frage, was man zeigen darf. Für mich ist es manchmal die Frage, was man auch hören darf im Kriegsgebiet, weil Schreien einfach im Radio zu senden, ist eigentlich unerträglich. Das geht gar nicht. Und ich erinnere mich, in Aleppo war genau so eine Szene, und
Ich habe mir auch überlegt, ob ich das erzählen soll, weil es mich bis heute beschäftigt. Es war ein Luftangriff auf eine Stadt vor uns. Wir waren gerade, der Jörg sitzt ja hier, er weiß das, wir waren gerade 2 Stunden in Syrien überhaupt drin, haben die Grenze überfahren und dann im zweiten, nach der Grenze liegenden Nachbarort wurden Luftangriff geflogen, 3 Kinder wurden schwer verletzt dabei und wir kamen ins Krankenhaus und da lagen gerade diese Kinder auf den Tischen unten im Erdgeschoss, im Kellergeschoss. Die Erdgeschosse sind die Fenster ja rausgesprengt, sie sind also nicht steril, um da drin zu operieren. Und da war dieser Junge, den Rücken perforiert mit Granatsplittern, der geschrien hat. Und ich stand da mit meinem Aufnahmegerät und es war so eine unerträgliche Szene, dass ich mich, glaube ich, in dem Moment hinter diesem Aufnahmegerät versteckt habe und habe versucht, den Schmerz auszupegeln, das Schreien auszupegeln. Aber das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Und bis dann plötzlich dieser Moment kam, wo ich mich geschämt habe für das, was ich mache, kann ich gar nicht anders beschreiben, weil das Kind hat irgendwann auch aufgehört zu schreien. Das ist der schlimmste Moment, wenn Kinder nicht mehr schreien, nicht mal mehr das. Und dann war gar nichts mehr da. Dann geht der Zeiger auf der Anzeige des Aufnahmegeräts zurück. Und das ist der Moment, wo mir klar war, hier habe ich die Würde dieses Kindes überschritten. Hätte ich nicht machen sollen. Und ich glaube, das ist dann eben auch der Moment, wo man das nicht senden sollte. Aber es ist, wie du sagst, es ist situativ. Und man kann nur situativ und nach dem Gefühl, das man in dem Moment hat, reagieren. Und manchmal reagiert man richtig, aber eben nicht immer. Das gilt für die Kamera, für den Fotoapparat sicher genauso. Ja, also ohne die Kamera würde ich an viele Plätze oder eigentlich an alle Kriegsplätze nicht gehen. Und ich halte mich auch an der Kamera oft fest. Und das, was Sie gerade erzählt haben, kann ich ganz gut nachvollziehen. Mir ging es auch schon oft so. Aber meine Legitimation ist ja meine Kamera. Ich bin ja hier, um Fotos zu machen und um etwas zu bewirken mit den Fotos, damit man nicht sagen kann, das wussten wir ja nicht, das haben wir nicht gesehen. Und dann kriege ich wieder neue Kraft und mache weiter. Schreie kann ich auch nicht aushalten. Das ist verdammt schwer. Und ich mache trotzdem weiter, weil das Bild in dem Moment das Wichtigste ist, dass ich das zeige, transportiere und Menschen damit berühre. Also ich versuche immer die Bilder zu machen, wo man hinguckt, also auch etwas ganz Schwieriges, eben eine schmale Gratwanderung, das Hässliche mit dem Schönen zu verbinden, dass man noch hinguckt, dass man sieht, vielleicht die Würde der Menschen, die Schönheit und im zweiten Moment, oh mein Gott, die hat ja gar keine Arme mehr. Und dann liest man dann auch den Text und dann hat man Erfolg. Dennoch, wenn man diese Geschichten gerade von Martin Durm und jetzt auch von Ihnen hört und auch an Sie, Herr Mettelsiefen, die Frage, wenn man das alles sieht durch den Sucher oder auch neben dem Sucher hinterm Mikrofon, wie verarbeitet man das? Wie bleibt man da Mensch und kann arbeiten? Wie verarbeitet man solche Erlebnisse? Es kommt auf die Erlebnisse drauf an, glaube ich. Und ich habe jetzt zum Beispiel jetzt, was die letzten 5 Jahre waren sicherlich die intensivsten Jahre in meiner beruflichen Zeit. Ich habe 4 Jahre Syrien begleitet, von 2011 bis 2015, 14 war ich das letzte Mal drin und war oft drin. Und es gab hundertprozentig schreckliche Momente, aber ich glaube, wenn ich zurückblicke, habe ich selten so unendlich menschlich tiefe Momente gehabt. Und insofern, unabhängig von vielleicht dem
der Mission, der Hoffnung, dass man was bewirken kann, ist es eine rein, persönlich hatte ich mich selten als politisch denkender und interessierter Mensch so privilegiert gefühlt, Geschichte vor meinen Augen entfalten zu sehen, in einer Konstellation, die so unendlich kompliziert ist. Dass man selbst, wenn man dann nach einer der Reisen rausgeht und eine Weile lang nicht drin war, nicht mehr richtig nachvollziehen kann, kann ich dem überhaupt trauen, was ich jetzt lese, weil ich selber nicht drin war. Menschen zu sehen, die jünger sind als ich und den Moment des Point of No Return, also sozusagen, dass man sich entschieden hat, so bis dahin und nicht weiter und auch wenn es das mein Leben kostet, all das mitzuerleben, weil man gerade in so einer Art und in solchen Ländern, wenn man dann dort arbeitet, auf die engste Art und Weise mit den Menschen zusammenlebt, weil man abhängig ist, die Sicherheit ist von denen abhängig. Es ist ja eine Extremsituation, aber es sind vor allem die menschlich tiefen Momente von Begegnungen, von Gesprächen, von Entscheidungen, die man trifft, die einen bereichern. Und klar sind die Geschichten wichtig, aber unabhängig sozusagen von all dem, was schrecklich ist, kommt etwas, ein viel größeres Maß an persönlichem Reichtum, Erfahrungsreichtum, das erst einmal aufwiegt. Insofern, wenn Sie mich fragen, wie geht man damit persönlich um, das überwiegt, finde ich, zumindest bei mir, dass nach wie vor war auch das immer der Reiz und mein Interesse, dran zu bleiben. Und die schwierigen Momente, jeder Einzelne muss gucken, wie er psychisch, ein Intensivmediziner in der Notaufnahme sieht ähnlich Dramatisches und Schreckliches und hat auch Mechanismen, damit umzugehen. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns, und da helfen Strukturen zu Hause, sicherlich dieses Gleichgewicht zu wahren und gesund zu bleiben. Ich will auf einen anderen Punkt kommen. Martin Dorm hat vorhin davon gesprochen, nichts ist stärker als ein Bild, nichts ist stärker als möglicherweise auch ein Video, also der optische Eindruck. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass nichts oder die Aussage, dass nichts so leicht manipuliert werden kann wie ein Bild oder ein Foto. Also damit komme ich nochmal zu dir, Kai. Das heißt ja neudeutsch Verifikation von Videocontent. Ihr habt da, glaube ich, sogar eine kleine Spezialtruppe, nenne ich das mal, aufgebaut. Du hast ein Beispiel, glaube ich, mitgebracht, wenn du uns mal erklären willst, wie man manipuliert und wie man Manipulationen vor allem dann entlarvt. Ja, genau. Wenn ich ein paar wenige Minuten habe, würde ich das gerne an zwei Beispielen zeigen. Einmal, wo wir auf dem Kiwi waren und einmal, wo es schiefgegangen ist, kann ich jetzt schon sagen. Tagesschau, kurz fassen. Ne? Ja, ich insofern wäre ich dankbar, wenn wir das erste Beispiel einspielen könnten. Da muss ich die Regie, ja, bitte. Also ja. Es handelt sich um ein Video, das hochgeladen worden ist im März diesen Jahres und es sollte den Anschlag in Brüssel am Flughafen zeigen. Und dieses Video wurde auch im belgischen Fernsehen gesendet als Material von diesem Tag. Wir waren drauf und dran, das Material auch zu senden, weil wir gesagt haben, wenn die Belgier das senden, dann wird es wohl schon richtig sein. Haben dann aber gesagt, Moment, lass uns lieber selbst nochmal genau das recherchieren. Und wenn wir dann vielleicht die nächste Folie haben können, haben wir was ganz Simples gemacht. Es gibt Werkzeuge, zum Beispiel bei Google, die Reverse Research. Man fragt Google, hast du dieses Bild, dieses Video schon mal irgendwo gesehen? Und Google hat uns gesagt, ja, ich habe das 2011 schon mal gesehen, das war der Flughafen Domodedowo in Moskau, der Anschlag von damals. Und dann hat man relativ leicht schon rausgekriegt, nee, April, das war ein Fake und wir sollten es nicht senden. Wenn ich das nächste dann vielleicht mal sehen kann, dann sehen wir auch ganz kurz das Originalvideo von 2011 gewesen. Läuft, würde ich da gerne schon auf die nächste Folie gehen, wo wir das nächste Beispiel sehen. Genau, das ist ein Beispiel, wo es schiefgegangen ist. Wir haben einen Hubschrauber abstürzen lassen, den die Separatisten abgeschossen haben in der Ukraine. Und das ist das Bild. Wir sehen in der Mitte den Ausschnitt, ist das, was wir gesehen haben. Das Video ist hochgeladen worden ist.
links das hätte uns auf die richtige Fährte geführt. Das war aber rausgecroppt sozusagen, es war nicht drin. Und das war im Jahr 2014 und wir haben es munter gesendet als den Hubschrauberabsturz in der Ukraine. Wenn wir die nächste Folie vielleicht nochmal sehen könnten, dann, wie gesagt, links, das hätte uns auf die richtige Fährte geführt. Auch da hätte man mit einer... Das ist das Originalvideo. Und wie gesagt, dann hat man, man hätte allein schon anhand der Sprache hören können, das ist nicht ukrainisch, sondern das ist das Originalvideo. Das Dumme bei solchen Videos ist eben, die werden dann ohne Ton hochgeladen. Im Osten der Ukraine haben pro-russische Separatisten einen Hubschrauber des Militärs abgeschossen. Nach Angaben der Regierung in Kiew wurden bei dem Angriff in der Nähe von Slawiansk 14 Soldaten getötet. In der Region um die Stadt, die als pro-russische Hochburg gilt, werden offenbar auch die seit Montag vermissten OSZE-Beobachter festgehalten. Das sollen Bilder sein, die einen heute von Separatisten abgeschossenen Militärhubschrauber zeigen, abgestürzt in Slawiansk, einer Hochburg der Separatisten. 12 Soldaten, darunter ein General, kamen dabei ums Leben. Vielleicht können wir den Ton ein bisschen runterziehen. Ein Militärhubschrauber abgeschossen. Genau, ich glaube, der Ton ist jetzt ein bisschen runtergezogen. Wir haben noch ein bisschen vorsichtiger formuliert. Wir haben gesagt, soll abgeschossen worden sein. Auch da gibt es dann Tools. Amnesty International hat zum Beispiel ein Tool, das heißt Data Viewer, YouTube Data Viewer. Auch da hätte man das mit rausrecherchieren können, dass es sich um Bilder aus dem Irak aus dem Jahr 2013 gehandelt hat. Das war ein Fake. Wir haben zwischenzeitlich sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten zu recherchieren. Ist tatsächlich ein Video aus der Zeit von dem Ort, von dem es angeblich sein soll. Das ist jeden Tag ein kleiner Indizienprozess, den wir führen. Man guckt, ist da die richtige Sprache drauf? Gibt es diese Gebirgsformation? Gibt es die Häuser dort tatsächlich an dem Ort? Das kann man mit Google Street View relativ gut auch schon recherchieren. Also es gibt wirklich sehr, sehr gute Möglichkeiten, das zu machen, aber es kostet Zeit und man muss damit auch das Risiko in Anführungszeichen eingehen, dass man eben Zweiter oder Dritter ist oder eben auch mal ein Bild nicht sendet, wenn man sich nicht sicher ist. Aber das ist der Weg, den wir gehen. Und Kai, vielleicht das noch gefragt, wie groß ist denn die Gefahr? Wie oft sind solche Fälle mindestens grenzwertig? Wie oft habt ihr Zweifel? Na, eigentlich jeden Tag. Also jetzt wird sehr viel Material natürlich auch angeboten aus der Gegend von Mosul. Da muss man auch immer höllisch aufpassen. Die Agenturen, die großen Bildagenturen stellen dann entsprechendes Material auch zur Verfügung und schreiben aber ganz klein dazu, wir übernehmen keine Garantie für Richtigkeit. Das hilft dann nur sehr, sehr begrenzt. Und deshalb kommt man nicht drum herum, selbst Kapazitäten aufzubauen, um diese Dinge zu verifizieren. Kostet wieder Personal, kostet Zeit. Aber wenn man es nicht macht, dann gibt es nur den Weg, komplett darauf zu verzichten. Dann allerdings kann man viele Dinge tatsächlich nicht bebildern. Ja. Und welche Rolle spielt dabei die ständig zunehmende Nutzung des Netzes und dass jeder sozusagen Privatmann, Privatfrau Bilder jederzeit hochladen kann? Ja, spielt natürlich eine große Rolle, aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich sehe das gar nicht als Konkurrenz, sondern ich sehe das als ein ganz wichtiges journalistisches Werkzeug, dass wir in sozialen Netzwerken recherchieren können, nach Videocontent, nach Fotos, dass wir dort auch versuchen können, mit denjenigen, die Sachen ins Netz gestellt haben, in Kontakt zu kommen und zu sagen, wo ist das, von wann ist das? Dann kriegt man ja auch so langsam so ein kleines Netzwerk, das man sich selbst aufbaut von Leuten, die einem mit Informationen versorgen. Deshalb, nein, wir dürfen es nicht verteufeln und es schon gar nicht als Konkurrenz sehen, sondern es ist eine journalistische Bereicherung, aber nichts ist ohne Risiko. Wie gesagt, Risiko und Nebenwirkungen sind mit dabei und den muss man genau beachten. Frau Meissner, wie stellen Sie denn sicher, dass Ihnen nichts, ich sage jetzt mal, Gestelltes, nichts Falsches sozusagen untergeschoben wird? Wie machen Sie das? Nun, also
während des Krieges sind die Geschehnisse so schnell, dass sich überhaupt keine Inszenierung lohnt oder machbar ist. Es passiert ja so schnell und man muss sich schnell bewegen. Und dass etwas inszeniert wird, kann nur danach oder davor sein. Und das ist dann auch für mich als Fotografin meistens nicht das beste Bild, weil eine Inszenierung ist nie so gut wie tatsächlich das Geschehen. Und gerade in der Dramatik, wenn Menschen sich nicht mehr verstellen müssen. Und die guten Bilder sind eben die echten, die man auch nicht mehr korrigieren muss oder irgendwas verändern muss, sondern das echte Bild, das wird dann auch publiziert oder das wird von den Leuten im Kopf behalten, weil es eine andere Wirkung hat. Aber wenn man ein Bild verändert oder die Bildunterschrift verändert, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das sehe ich vielleicht manchmal in Aufzügen, wenn ein Plakat hängt. Und dass Ihre Bilder in falschen Zusammenhang, zum Beispiel im Internet, gestellt werden, missbräuchlich verwendet werden? Ja, also meine Bilder biete ich bei Live an und da können die gekauft werden und auch im falschen Zusammenhang gezeigt werden. Und ich habe keinerlei Einfluss drauf. Ich gebe die Frage mal an Marcel Mettelsiefen weiter. Wie stellen Sie sicher, dass das authentisch, wahrhaftig ist, was vor Ihrer Kamera sich abspielt? Wie recherchieren Sie, wie vollziehen Sie das nach? Auch da kommt es darauf an, in welchem Zusammenhang das ist. Aber auch nochmal um auf Syrien, weil ich glaube, das war für mich zumindest das Lehrstück, wo eben diese ganzen Fallstricke zuhauf auslagen. Einfach deswegen, weil und ich glaube, jeder Einzelne, der dort gearbeitet hat, ziemlich schnell sich entscheiden musste, auf welcher Seite man berichtet. Und das ist etwas, was man möglichst als Journalist versucht zu vermeiden, indem man objektiv beide Seiten versucht, in die Geschichte einzubinden. Das war von Anfang an in Syrien unmöglich. Insofern, obwohl ich am Anfang beides machen konnte, aber auch nur wegen eines Tricks, war ich das erste Jahr in Damaskus und konnte den aufkeimenden Untergrund porträtieren, war es dann ab 2012 immer nur von der Rebellenseite möglich, sprich mit politischen Aktivisten. Und da ist dann wiederum die Gefahr, dass man eine politisch gefärbte Wirklichkeit vorgesetzt bekommt, weil man einfach in einem Gebiet, was man nicht kennt, was gefährlich ist, ohne diesen, in dem Fall haben sie sich Medienaktivisten genannt, überhaupt gar nicht unterwegs sein kann. Und da war immer wieder die Frage, für mich vor allem die schwierige Frage, wie kann ich diese Unabhängigkeit, die man sich immer wieder versucht einzuverleiben sozusagen dieser Maxime irgendwie zu befolgen, wie kann man das sicherstellen? Und insofern, glaube ich, muss man dann vor Ort sich auf das reduzieren, dass man sozusagen Wirklichkeit abbildet, was vor Ort passiert. Und das Einzige, was man machen kann, ist einfach dokumentarisch, sei es nun Leid, Verbrechen oder auch normalen Alltag, einzufangen, wissend, dass es eben nur ein Teil der Wirklichkeit ist. Die Gefahr heutzutage, was sehr viele Kollegen auch gemacht haben, dass man darüber hinaus geht, indem man soziale Medien, Twitter, dass man persönlichen Bezug, politischen Bezug zu der ganzen Geschichte bezieht, dann ist da die Gefahr, ob man bestimmte Linien einfach vom Journalismus hin zu Aktivismus überschreitet. Das war gerade im Fall von Syrien sehr, sehr schwierig, sehr einfach, dass man diese Linie überschreitet. Insofern eine große Gratwanderung und nicht sehr einfach. Ein Wort haben Sie genannt, das will ich Martin Durm fragen. Objektivität, wenn ich an den Ausschnitt, den wir vorhin von dir gehört haben, denke, dann war das ja nicht objektiv, das war eigentlich subjektiv. Ja, es war im Grunde auch, das Stück war insgesamt 30 Minuten lang die subjektive Stelle gewesen in diesem Stück. Es war mir aber wichtig,
Zum einen, um klar zu machen, dass auch wenn man sich noch so sehr um den Überblick bemüht und nicht Partei zu ergreifen, kann man in Situationen kommen, vor allem wenn diese Situationen bedrohlich sind, in denen man instinktiv reagiert. In Nordsyrien, in Aleppo, war man auf Rebellenseite gewesen. Zu der Zeit, in Anführungszeichen, noch bei denen man eigentlich insgesamt wünschte, dass sie Assad stürzen. Dieser Wunsch spielte bei der Berichterstattung immer eine Rolle. Da konnte man sich nicht rausreden, so objektiv man auch bleiben wollte. Das Erschreckende für mich in Damaskus war, obwohl ich diese ganze Propagandakulisse durchschaut habe und obwohl die Manipulationsversuche des Regimes natürlich viel plumper und viel offener noch sind, als es bei den Rebellen der Fall war. In Damaskus bewegt man sich im Grunde immer mit einem Minder, also einem, der einem beigestellt wird und der aufpassen soll, dass man jetzt nicht mit dem Oppositionellen womöglich Kontakt aufnimmt. Obwohl das der Fall war, war in dem Moment, wo diese Rakete einschlug, und es war 2 Stockwerke unter uns, wie soll ich sagen, das Gefühl war, ich stand in dem Moment nicht auf Seiten des Regimes, aber ich war in genau derselben Situation wie die Bevölkerung von Damaskus im vom Regime kontrollierten Teil. Und ich wünschte mir, dass das aufhört. Und dieser Wunsch hat dazu geführt, dass ich dem Tourismusminister die Hand gegeben habe und gesagt habe, thank you. Das ist eine Reaktion, über die wird man sich erst im Nachhinein klar. Aber egal, wo sie sich bewegen und auf welcher Seite sie sind, der Standpunkt wird nicht nur von der inneren politischen Überzeugung getragen, sondern in Notsituationen, glaube ich, auch von dem zutiefst menschlichen Bedürfnis, wer schützt mich? Wo bin ich sicher? Und wenn ich auf Regimeseite bin, werde ich von den Regierungstruppen geschützt. Und auch als Reporter. Wir sagen das nicht und wir sagen es nicht gerne, verbrüdern wir uns dann auf irgendeine Weise, wenn auch sehr dezent und distanziert, mit den Regierungstruppen, weil sie uns schützen. Und bei den Rebellen spielt sich dann auf der anderen Seite genau das Gleiche ab. Also Partei ist man dabei einfach nie. Es ist eine Illusion, dass man es wäre. Ich glaube, Embedded Journalism ist, glaube ich, hat sich das genau zu eigen gemacht. Und als der zweite Irakkrieg, dann fing das letztendlich auch an, dass man als Nachrichtenagentur, Fotograf oder auch Reporter mit den Amerikanern mit ins Kriegsgebiet gehen konnte, mit den amerikanischen Soldaten nach Bagdad. Und da ist genau dieses sich eingebettet finden und fühlen mit einer Partei im Konflikt, führt genau zu diesem Mechanismus, dass man mit den Leuten friert man, hat man Angst und man verbrüdert sich logischerweise mit der Sache und mit dieser Sache. Auch, auch wenn man politisch erst einmal dagegen ist, kann man das in einem Foto nur sehr schwierig ausdrücken, weil man wird nicht anfangen, schlechter zu fotografieren, nur weil man nichts anderes zu fotografieren hat, außer den kämpfenden amerikanischen Soldaten, der gerade auf dem Weg nach Bagdad ist. Dann fängt man an, ästhetisch zu arbeiten, weil man ja in einem Konkurrenzkampf zum nächsten, oder sozusagen so ist das Business eines Nachrichtenagenturfotografen oder eines Journalisten im Allgemeinen, steckt ja viel Geld dahinter, muss man ja irgendwie auch eine ordentliche Geschichte nach Hause bringen. Insofern, in diesem Spannungsfeld ist man, und wenn da die politische Einstellung da so ein bisschen mit dem kollidiert, was man dann vor Ort irgendwie anfindet, und dann wird es kompliziert. Also dann, das wird kompliziert. Ich glaube nur, es gibt dann eben trotzdem die Möglichkeit, genau das zu thematisieren. Und das ist dann keine Selbstschau. Foto selten, aber. Nee, ich glaube, man sollte da einfach auch mal die Waffen strecken und sagen, so ist es. Ja, das gebe ich mal an dich weiter, Kai. Wie haltet ihr, Stichwort Objektivität, genau damit? Vielleicht kannst du auch mal mit, ja, ich sag mal, der Mehr von der absoluten Objektivität aufräumen. Und Korrespondentenberichte sind nicht immer absolut objektiv. Nein, ich glaube, die Illusion haben wir längst nicht mehr, dass es das gibt. Aber lass mich einmal eine Bemerkung noch mal machen, auch zu dem, was ich bisher hier gehört habe.
man wird demütig, wenn man in der warmen Stube in Hamburg sitzt, in der Redaktion und kann nochmal das reflektieren, was dann alles von Korrespondenten geliefert wird und man dann so hört, was so großartige Menschen und Reporter wie Martin Dohm, aber eben auch Fotografinnen oder wie Jörg Armbruster, was diese Korrespondenten auch an Reflexionsleistung vor Ort noch erbringen, um überhaupt erstmal Material zu liefern, dass es dann mit dem man dann versuchen kann, den Menschen ein so realistisches Bild wie möglich zu zeichnen, das empfinde ich wirklich als eine große Gnade, das muss ich einfach mal sagen. Wir sind uns bewusst, dass wir natürlich immer versucht, in der Gefahr sind, instrumentalisiert zu werden. Natürlich liefern Bilder eher eine Vorlage, mal in der Tagesschau auch anderthalb Minuten Filmbericht zu machen. Und wenn es immer wieder von der einen Seite ist, dann entsteht möglicherweise ein schiefes Bild. Es gibt auch sowas wie so eine Asymmetrie der Bilder. Also Luftangriffe kann man immer drehen, aus großer Entfernung, sind spektakuläre Bilder, sind eigentlich relativ schnell drin in der Tagesschau. Wenn aber möglicherweise am Boden im Häuserkampf Kämpfer unterwegs sind, die von wem auch immer, sei es von der Türkei, sei es von den Amerikanern, gestopft sind mit Waffen, diesen Häuserkampf kann man nur ganz schwer drehen, da gibt es ganz selten Bilder und deshalb kommt der nicht vor. Was dann vorkommt, sind die russischen Luftangriffe, weil die, wie gesagt, sehr spektakulär ist. Das war bei Israel auch so. Wenn eine hochgerüstete Armee gegen eine Partisanentruppe kämpft, dann sind es immer die spektakulären Bilder, wenn aus der Luft Bomben abgeworfen werden. Dadurch entsteht schon gleich auch wieder so ein Ungleichgewicht. Das muss man versuchen, so gut es geht, auszutarieren. Versuchen, den Menschen die Hintergründe immer wieder zu erklären. Und ich meine, wem sage ich, wie scheußlich schwer das ist, den Leuten nahezubringen, wer da in Syrien gerade mit welchen Interessen am Werke ist. Das ist wahnsinnig schwer. Und trotzdem ist es das, glaube ich, was die Leute zu Recht für ihr Geld von uns jeden Tag verlangen. Aber den Anspruch, dass uns das jeden Tag gelingt, ja, den Anspruch haben wir, aber wir wissen, dass wir den nicht jeden Tag einlösen können. Frau Meissner, ich will Sie mal fragen, Kai Gnifke hat vom Demut, Respekt, den er hat vor den Leuten, die draußen sind, die vor Ort sind, die fotografieren, die berichten, gesprochen. Da stellt sich dann ja doch die Frage, warum wird man Kriegs- und Krisenfotografin? Warum geht man in die Gegenden, wo andere freiwillig nicht hingehen? Und was war da Ihr gefährlichster Augenblick, wo Sie gedacht haben, warum mache ich das eigentlich? Naja, mein erstes Erlebnis in Afghanistan, als die Russen die Lufthoheit hatten und vor mir ein Dorf bombardiert wurde und ich im Graben lag, die Erde bebte und ich dachte, jetzt ist mein Leben vorbei. Und beim ersten Mal habe ich wirklich gedacht, das mache ich nie wieder. Dann geht man zurück und begegnet Menschen, die nicht mehr weinen können, nicht mehr schreien können, weil sie keine Kraft mehr dazu haben. Diese Bilder sind dann auch so stark, dass sie wirklich sehr viel Menschen berührt haben. Auch mich. Deswegen gehe ich immer wieder hin. Inzwischen war ich 25 Mal in Afghanistan, aber ich konnte Afghanistan auch nicht retten. Es ist so, wie mein Kollege gerade gesagt hat, man hat auch ein unglaublich großes Wissen, wenn man am Ort ist, am Zeitgeschehen teilhat. Und ein Journalist, der mich mal interviewt hat nach einem Einsatz, der hat gesagt, damals waren sie die nette Blondine in der rosa Bluse. Und heute, nach 20 Jahren Kriegs- und Krisenberichterstattung, bin ich anders geworden. Es hat mich wirklich sehr verändert, die Arbeit. Und ich würde lieber heute als morgen nach Syrien fliegen, um meine Bilder zu machen. Um Bilder zu machen für Reportagen und eben mit den Leuten sprechen. Es sind authentische Menschen, die einem begegnen. Unglaublich tiefe Verbindungen. Und Bilder, die jeden von uns verändern und manchmal, wenn man nach Hause kommt, braucht man erst mal einige Wochen für sich und würde sich am liebsten irgendwo einsperren, damit man niemanden sagen muss, wie war es denn da, weil man kann es kaum erzählen.
Und wir zeigen ja immer nur den winzigen Ausschnitt. Das alles, was Sie auch gerade sagten, wenn man mit den Menschen lebt, mit den Menschen rennen muss, mit den Menschen Wasser holt. Ich weiß, wie man sich mit einer Liter Flasche Wasser wäscht. Das habe ich da gelernt. Wie man auch mal hungert oder immer nur Brot isst. Alles das wissen wir. Und ich weiß heute auch, was Angst bedeutet. Und trotzdem gehe ich immer dahin, weil es eben eine so tiefe Berührung für jeden gibt, der da arbeitet, und eben auch ein großes Wissen, wenn ich heute Nachrichten schaue oder die Zeitung aufmache, versuche ich alles erstmal zu kritisieren oder erstmal nicht zu glauben. Ich reagiere heute ganz anders. Es hat mich einfach sehr verändert und ich bin auch froh darüber. Sie sind, es sind Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gestorben und Sie sind auch entführt worden und all das hat trotzdem nicht ausgelöst, ich lasse das. Nein, also wenn ich mit Soldaten unterwegs bin, muss ich wissen, ich bin der gleichen Gefahr ausgesetzt. Wenn irgendwo Bomben fallen, muss ich das auch wissen. Ich habe mich immer gegen Kinder entschieden, ich persönlich, weil ich gesagt habe, das kann man niemandem antun. Und ich wollte meinen Beruf machen. Und ich hatte vielleicht auch ganz viel Glück in meinem Leben, weil manche, die umgekommen sind, waren genauso erfahren und vorsichtig. Aber es ist eben so, sie können zu Hause oder am Tag morgens sagen, das und das passiert und ich gehe jetzt da und dahin und es passiert 100% was anderes. Und man muss sich sofort darauf einstellen. Ich mag das, dass ich sofort mich wieder auf was Neues einstellen muss, dass ich umdenken muss. Das ist lebendig, dass ich das zu Hause in der Redaktion dann erzählen muss, dass es doch ganz anders war, kommt dann nicht so gut an. Aber so ist das eben. Ich kann keine Bilder zaubern. Wenn es anders ist, dann ist es anders. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie froh, dass Sie manchmal sozusagen Leid, Elend, all das, was Sie zeigen, durch den Sucher sehen? Nur durch den Sucher sehen vielleicht? Sieht das anders aus? Man sieht es ja eben halt nur ganz wenig durch den Sucher. Man sieht es viel mehr eben nicht ohne Sucher, weil man, wie gesagt, immer nur einen kleinen Teil dessen, was man da irgendwie mitbekommt. Es ist eben kein 24, eben nicht ein 12-Stunden-Job, sondern man, wenn man dort ist, dann ist man die ganze Zeit dabei. Ja, klar, es sind persönliche Fragen. Wie geht man damit um? Ich glaube, das, um vielleicht nochmal auf das Bild des kleinen Jungen zurückzukehren, inwieweit man das zeigen darf, oder Christoph Bangert ist ein Fotograf, der eben genau die Bilder zeigen will, die andere nicht zeigen wollen, weil man sagt, man muss gerade deswegen, weil man sie nicht sehen will, muss man sie zeigen, weil es geht nicht ums Bild, sondern um das, was passiert. Das ist das Schreckliche. Es ist nicht das Bild. Es ist ja, das Bild zeigt ja nur die Wirklichkeit, die wir gerade versuchen auszublenden. Sein Buch heißt War Porn, ist ein sehr extremer Ansatz, was sozusagen überhaupt noch erduldbar und ertragbar ist. Ich habe Jakobs Augsteins Kolumne gelesen, die in dem Falle leider Gottes sehr politisch gefärbt ist. Ich glaube nicht, dass er das Gleiche in einem anderen Zusammenhang genauso geschrieben hat. Insofern gebe ich in dem Moment nicht recht. Ich glaube, bestimmte Bilder, so hart sie auch sind, und gerade in solchen Zeiten, wo so unendlich viel Leid geschieht und Ungerechtigkeit, Kriegsverbrechen, und wir versuchen es zu vergessen, oder wir nicht vergessen, sondern wir merken einfach, dass wir uns unendlich dran gewöhnt haben, dass wir wegblättern, wegschalten, umschalten. Wenn es dann so ein Kind ist, was uns dann zumindest qualvoll es wieder in Erinnerung bringt, auch wenn es ethisch in dem Fall vielleicht fragwürdig ist, ob man das Kind in so einer Pose fotografieren darf, dann um Gottes Willen,
sollten wir uns darum bemühen, dass man bestimmte Sachen versucht zu ändern, politisch eingreift, Antworten zu diesen immens großen Fragen findet und eben nicht nur sich über ein Bild aufregt. Und insofern weiß ich nicht, ich glaube an vielen Sachen, ich bin jetzt 15 Jahre dabei im Journalismus, es gibt immer wieder Momente, wo man sich fragt, hat das überhaupt irgendeinen Sinn? Meistens muss man sie mit Nein beantworten, leider Gottes, aber die Notwendigkeit ist leider Gottes da und sie wird immer stärker. Und in dem Dilemma sitzen wir und solche Gespräche sind Zeichen davon, dass es einfach schwierig ist. Genau, ich glaube, das ist auch rübergekommen. Das war sozusagen das Schlusswort. Ich bedanke mich für ein, wie ich fand, eindrückliches, teilweise sehr persönliches Gespräch, sehr persönliche Aussagen. Und ich kann nur ermuntern, schauen Sie mal wieder einen Dokumentarfilm. Gibt jede Menge an den verschiedenen Sendern und Ausspielwegen. Es lohnt sich. Und einmal wenigstens heute Abend darf ich auch das erste erwähnen. Auch im ersten gibt es gute Dokumentarfilme. Erst gestern Abend gegen Fußball. Überraschend erfolgreich. Und gratuliere nochmal dem Haus des Dokumentarfilms. Und